Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft 1.16 Snapshot 20W15A oder jetzt glaube ich B, man sieht es leider gar nicht. Ja, ich habe vorher schon eine Aufnahme gemacht und bin gestorben, deshalb keine Items mehr. Ich bin im Kreativmodus, nicht wundern, weil ich habe jetzt gerade keine Lust, irgendwie die Items wieder zu holen. Die sind so weit weg. Wir waren ja damals noch ein bisschen auf Erkundung. Und den Ort finde ich leider nicht mehr. Ich habe wirklich lange noch ohne Items nur ein bisschen Brot nach der Leiche gesucht. Also ja, ich bin gestorben, weil ich ja in einen Wrack gegangen bin und Items nicht gedroppt sind. Also ich konnte keine Luft mehr holen durch Fackeln. Oder durch eine Tür, ging nicht. Und deshalb bin ich gestorben, also ertrunken. Ist leider Snapshot, also es ist leider auch ein bisschen laggy geworden durch den neuesten Snapshot, also 15a. Und dadurch, ich habe ja gesagt, ich mache gerne zwei Projekte, aber solange Snapshots noch da sind, machen wir das nicht. Also, ich möchte jetzt lieber warten bis 1.16, dann mache ich ein zweites Projekt und das pausiere ich einfach und zeige euch immer wieder die Updates. Aber macht kein Survival, weil es ist schon ja schwer genug, eigentlich ja immer wieder halt einfach Vanilla zu spielen. Also auf längere Zeit, ohne dass man es so macht, wie zum Beispiel, ja, dass man Keep Inventory anmacht oder so. Ist für mich Minecraft einfach zu wenig weit im Originalstatus. Tut mir leid, dass ich da viele wahrscheinlich ein bisschen enttäusche, weil ich ja eigentlich ein guter Zocker bin, aber wenn ich einfach ohne, dass ich irgendwie geplant habe zu sterben, dann einfach sterbe und dann alles verliere und dann alles nochmals machen müsste, ist für mich zu viel. Wenn es wenigstens Grabsteine gäbe, wenn es wenigstens Minimap, letzter Todespunkt gäbe in Vanilla. Aber es gibt's nicht. Minecraft Vanilla ist für mich zu wenig weit. Die Entwickler machen Sachen wie neue Biome, aber die wichtigsten Sachen bauen sie einfach nie ein. Deshalb bin ich der Modder-Spieler, also wirklich mit Mods am Spielen und nicht Vanilla. Ich mag einfach Vanilla nicht. Eventuell mit Server, ja. Mit Bucket. Also Kraftbucket oder Spigot oder sonst irgendwas. Aber alles, was mit Vanilla zu tun hat, ist für mich einfach zu wenig weit. Da muss ich einfach. Ich brauche einfach eine Minimap. Also 1.16, wenn dann die Minimap da ist, dann mache ich ein Let's Play. Davor nicht. Aber es muss auch eine gute Minimap sein, nicht Xeros oder so. Es ist für mich einfach zu wenig Qualität. Also ich hoffe, dass es bald da Forge wieder geben wird. Und dann auch wieder Shuni-Map. Nur es ist einfach mir zu viel. Ich suche gerade das neue Biom und dann erkläre ich euch, was neu ist. Aber es gibt. Ja, die spawnen einfach zu wenig oft. Man sieht eigentlich immer nur das gleiche neue Biom. Diesen Blutwald, diesen. Ja. Was ist es? Netter Warzenwald. Aber mehr auch nicht. Es ist noch viel zu ungegoren, dieser. Ja. Diesen Mechanismus. World Generator. Finde ich ein bisschen schade. Ich fühle mich jetzt auch gerade ein bisschen doof, dass ich einfach nichts zeigen kann. Ich hätte ja gedacht, ich kann Snapshots wirklich Let's Play und dann immer wieder das Neues zeigen. Aber wenn sie immer nur all Mittwochabend bringen, einen Snapshot und der recht wenig zu bieten hat, vielleicht ein neues Biom oder so, aber nicht richtig wirklich Blöcke zum Bi ja, Weiterbauen hat. Oder irgendein ganz neues Feature, dann bin ich leider ein bisschen enttäuscht. Okay, dieses Biom haben wir auch wieder mal gefunden, aber immer noch nicht diesen Basalt-Vulkan. Ja, schade. Aber eben das Projekt ist eigentlich somit beendet, weil ich glaube nicht mehr, dass viele Snapshots kommen mit Features, bis 1.16 rauskommt. Kann mich täuschen, aber ich glaube eher, ja. Es wird halt dann wieder extrem gelobt, was ich nicht verstehe, wieso immer wieder Updates gelobt werden, so mega. Aber ja, das ist eine andere Sache, oder? Diese Leute, die sind eher Fan. Das ist, glaube ich, das neue Biom.
Das ist sicher das Nebium. Okay, wir haben es gefunden. Wow, nach 5 Minuten haben wir es endlich gefunden. Das ist das neue Biom. Es gibt neue Blöcke, die sehen richtig schön aus, die Block, also die Blackstones. Basalt kennen wir. Aber sieht irgendwie ein bisschen anders aus, das Basalt. Haben sie die Farbe, also die Textur verschlimmbessert? Ich weiß es nicht. Also für mich sieht es nicht mehr so schön aus. Gut, aber nichts ist hier. Also, sie bieten ein neues Biom mit Blöcken, aber nichts drin. Das ist sehr schade. Sieht cool aus, klar. Aber es ist sehr schade, dass sie nichts draus machen. Das sind halt einfach die Entwickler. Für mich hat er wirklich schlechte Entwickler. Seitdem Mojang wirklich zu Microsoft gehört, ja, es ist eigentlich schon vorher schlecht gegangen. Aber so in der Beta war Minecraft mit diesen coolen Updates echt geil. Jetzt sieht man auch die Monster ein bisschen näher. Sie sehen wirklich hässlich aus. Sieht aus wie ein alter Opa, der gerade zerklumpt, in Einzelteile zerspringt. Leider nicht gerade so, ja, hygienisch, ja, schönheitspreislich. Aber okay, die können Kinder tragen. Das ist immerhin süß. Aber in diesem Biom gibt es wirklich jetzt gar nichts. Das ist schade. Aber ja, es ist immerhin hier im Neffen nicht so laggy. Aber irgendwie der World Generator, also der Original World Generator, ich weiß nicht wieso, macht Lecks. Also so richtige ganz Mini-Lecks. Und das ist einfach, weil Java überfordert ist mit dem Spiel. Und im Neffe ist es eigentlich. Das ist normalen Netherrack. Okay. Ja, was soll ich groß noch sagen? Es ist halt einfach für mich jetzt gerade frustrierend, überhaupt Snapshots zu Let's Playen. Ja, ich weiß nicht, wieso das Projekt Pixelmon Dracanto nicht so gut ankommt. Ich kann es verstehen, es wollen nicht jetzt unbedingt so viele Modded Content schauen, eher Vanilla Content, aber ja, 1.15 ist zu alt zum Let's Playen und 1.16 Snapshot ist einfach zu nervig zum Let's Playen. Auch weil man halt immer wieder, ja, entweder Grafikfehler hat, einfach mit diesen weißen Linien überall manchmal. Jetzt gerade hier nicht, aber im Ding, in der normalen Welt. Und weil man, oh, großer Schleim, also weiter Sprung. Und weil man halt einfach, ja, es nicht so viel Mühe sich gibt. Ich würde gerne mehr Mühe machen können. Aber ja, ich bin einfach nicht glücklich, Beta-Content, also wirklich Snapshot-Content zu bieten. Das können gerne andere Leute mit wirklich weniger Problemen als ich machen. Aber ich habe halt mit Sport und mit anderen vielen Spielen, die ich liebe, zu viele Probleme, zu viel im Kopf. Dann starte ich immer Minecraft und verstehe jetzt gerade nicht, wo wir waren, was wir machen, wo wir machen wollten und so. Es ist einfach immer wieder dieser, ja, dieser Schnitt drin, oder? Dieser, ja, Ausruhe. Ja, dass man einfach dann nicht mehr weiter weiß, weil man längere Zeit nicht mehr gespielt hat. Und genau das ist es, was für mich einfach zu schwer ist für ein solches Projekt. Da muss ich das halt einfach aufgeben. War wirklich schön. Wir könnten das eigentlich wiederholen, auf Eisschollen zu leben. Aber dafür muss das Seed danach stimmen. Oder wir könnten ja mal zum Beispiel, ich würde gerne mal ein Mesa-Biom haben am Spawn und Cowboy spielen, wirklich in Manila. Oder auch ein Pixelmon-Projekt, Dracanto. Aber ich möchte gerne mal Cowboy sein, ich möchte mal gerne so ein Dschungel-Eingeborenes sein. Also das habe ich schon mal gebracht, aber ich möchte gerne das nochmals wiederholen. Und ich möchte. Musik ist irgendwie neu, gell? Ja.
Aber auch laut, ein bisschen leiser machen. So. Ja, dass ich da wirklich viel mache. Jetzt kann ich noch ein bisschen reden über das Pixelmon-Projekt. Das ist eben so eine Art Schönbauprojekt. Es wird eine Welt erstellt, eine ganze Pokémon-Region, wie in eines der Spiele auf dem Game Boy und Switch. Und dafür brauche ich einfach natürlich auch viel mehr Zeit. Deshalb habe ich gedacht, weil es mir momentan nicht so gut geht mit dem Heuschnupfen, also mit dem allergischen Asthma, muss ich da mal ein bisschen weniger Projekte machen. Ich würde gerne wirklich viele Spiele euch zeigen und dass ich mich eigentlich auf ein oder zwei Projekte konzentrieren kann. Und das wäre dann Pixelmon Dracanto, Minecraft 1.16 dann, wenn es erscheint. Und ja, Regnum natürlich. Aber ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Also vielleicht Elder Scrolls Online weiterhin ein paar Mal pro Woche. Aber das reicht. Das sind jetzt drei Projekte, die ich eigentlich recht oft dann hochlade oder immer noch hochlade. Und ja, ihr seht jetzt hier zum Beispiel beim Eisens schwarze Linien, beim Ding, bei der Dingsens weiße Linie ganz wenig, also da müsst ihr wirklich Fullscreen machen. Zum Beispiel hier sieht man es sehr gut, die schwarze Linie. Das geht jetzt einfach momentan nicht. Meine Augen werden zu sehr angestrengt gerade. Das einfach auszuhalten. Weil ich natürlich in Full HD sogar 4K spiele. Und ja, deshalb geht es einfach nicht. Aber Pixelmon sieht mega schön aus. Das Projekt Dracanto, das ist durch die optischen Mods, wie zum Beispiel, dass die Sonne heller ist und so, also leuchtet Nachtlichter einfach viel schöner. Deshalb ist das eigentlich jetzt einfach mein Hauptprojekt. Und Minecraft 16 wird dann auch mein Hauptprojekt. Also beide werden dann wirklich täglich kommen, sogar zweimal, wenn ich gut fit bin und so. Und ja, sonst halt eher weniger, weil ich einfach zu viel Sport machen muss. Immer so müde bin, immer so ein bisschen kränklich bin im, ja, im Frühling, oder? Also es ist jetzt dann bald wieder vorbei, weil ich nur Anfangsfrühling, also so April, immer wieder Heuschnupfen habe. Und ja. Gut. Ja, wenn jemand Pixelmon nicht mag, es ist trotzdem relativ viel Bauen dabei, viel auch Kämpfen mit Monstern. Das habe ich ja gesagt, dass ich in den Farmwelten, in den Mistcraft-Welten Monster anmachen will. Und ja, Pixelmon eigentlich immer wieder so ein bisschen zwischendurch ist, dass ich wirklich Folgen mache, wo ich nur Pixelmon trainiere, also Pokémon trainiere. Und nicht Content mache wie Minecraft oder Modded Content, nur Pixelmon Mod. Und dann gibt es Wolken, wo ich überhaupt kein Pixelmon Mod mache, spiele. Hab dafür anderen Modded Content oder Vanilla Content. Und so ist das Projekt eigentlich für alle eigentlich relativ gut, hoffentlich. Wenn einfach mehr Zuschauer gibt. Aber ich werde einfach weitermachen und auch Livestreamen ab jetzt. Heute könnte es vielleicht schon losgehen, aber ich fühle mich heute immer noch sehr schwach. Und die FPS sind sehr niedrig plötzlich. Wieso sind die so niedrig jetzt? Nur 40 FPS. 37. Gott. Habe ich jetzt erst gemerkt. Also der Snapshot ist sehr performance-lastig scheinbar. Dass der wirklich die Performance richtig runter gemacht hat. Schade. Kann man nichts machen. Aber ja. Meine Stimme ist echt kratzig. Deshalb habe ich gerade ein bisschen Schokolade gegessen. Ist echt doof, dass das Projekt jetzt wegen meinem Tod und diesen langen Vorbereitungszeit, wo ich nicht habe, einfach wieder gestoppt wird. Also unbedingt bei Vanilla dann ein Projekt Keep Inventory anmachen. Weil es geht halt einfach gar nicht, dass man beim Tod weit weg dann einfach die isoliert und die dann in 5 Minuten schon wieder despawnen, weil ja das aufgehoben wird, oder? Also, wie sieht's aus? Es sieht halt einfach mega verpixelt aus. Aber es sieht schon schön aus.
Aber ein Haus kann man also jetzt aus denen nicht bauen. Was haben wir denn? Das ist Grundgestein. Also Bedrock. Wahrscheinlich ganz unten wieder. Okay, wir haben verschiedene. Ja, das hätte ich am Anfang machen können. Ich mache da vielleicht noch einen Exopart. Ja. Kann man sagen, was man will, aber jetzt besonders schön sieht es nicht aus. Aber vielleicht die Blanken. Nein, nicht die Blanken, diese hier. Was ist denn das? Das sieht immerhin sehr schön aus, auch wenn verpixelt. Ja. Zufrieden bin ich jetzt nicht, aber ich bin auch nicht unzufrieden. Ja, das geht gar nicht. Das ist viel zu viel Kontrast. Es sind doch viele Blöcke, aber wenig im Snapshot geschrieben. Ja, der geht jetzt auch nicht gut. Dann haben wir hier noch ein Seelenanker. Leitstein. Okay. Hier gibt es nichts bei den Pflanzen. Ein Soul Campfire. Ja, man sieht, dass es wirklich gar nicht passt wegen dem Ressourcenpack. Aber das sieht vielleicht im Ressourcenpack dann recht schön aus. Aber Vanilla ist mir manchmal einfach ein bisschen zu sehr verpixelt. Es muss endlich mal auf 128 oder 64 Blöcke Pixel, also Voxel, erweitert werden. Also Minecraft 2, bitte komm. Aber mit allen Features von Minecraft 1, bitte. Sie sollen einfach ein Texture-Pack rausbringen mit 128 Pixeln. Okay, das überrascht mich. Gut, haben wir das gesehen. Auch in diesem neuen. Das ist auch relativ neu. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder vom 15b. Schauen wir gleich. Ja, man muss ins Hauptmenü, um es zu sehen. Ah ja, genau. Multicraft. Version. 20b15a. Also 15a ist es noch nicht 15b. Gut. Dann hätten wir hier noch Netherite-Sachen. Werkzeuge, kein Schwert. Das ist kein Schwert? Doch, es gibt ein Schwert. Okay. Das Schwert gefällt mir. Eigentlich alles. Einfach das Rosa nicht so. Aber gut. Das Rose irgendwie wegnehmen sollen. Naja. Geht so. Also eher positiv. Da haben sie sich eher Mühe gemacht bei den Waffen und Werkzeugen. Ja. Könnte man nutzen, ist aber wahrscheinlich schwach. Was ist stärker als Diamant? Lol. Okay, dann weiß ich, wieso es so viele, also so ein großes Biom war, damit man ja auch durch die Blöcke auch abbauen kann, für Schwerter benutzen kann. Das sieht ein bisschen komisch aus, das Toten. Dann hätten wir eigentlich alles gesehen, oder? Gibt es was Neues? Es wird halt vieles nicht in den Snapshot-Ding geschrieben. Schauen wir das noch an. Das ist vom 14a, glaube ich. Ja, sieht nicht nach Türe aus. Es fehlt irgendwie, ja, der Rahmen und eigentlich auch die Tür, also die Klinke. Ja. Naja. Leider keine Animation, so richtig. Da geht nur ganz weh einen Block runter, also einen Pixel. Leider eben,
Bisschen enttäuscht, dass das Projekt schon wieder weg sein muss. Aber das ist so, ich bin nicht ganz so frustresistent und mache alles wieder neu und habe Zeit überhaupt, alle Items wieder zu erfahren. Ich würde es eher langweilen, deshalb muss ich halt einfach beenden. Aber wenn ihr wirklich Lust habt, kann ich wirklich ab jetzt, ab diesem Snapshot wieder neu beginnen. Nur eben, dann seht ihr wieder lange Zeit nichts vom Neffe und ja, macht irgendwie nicht so viel Spaß. Deshalb lieber, wenn es, ja, wenn Prairies draußen ist oder so. Nee, ich würde wirklich erst, wenn wirklich 1.16 draußen ist, dann wirklich ein super Projekt machen mit viel Erlebnissen. Also ich werde mir sehr viele Gedanken machen. Ich habe schon sehr viele Gedanken natürlich gemacht während dem Snapshot Let's Play. Aber ja, was soll man dann sagen? Also es ist halt noch ein bisschen in den Sternen, wann es überhaupt erscheint. Die Entwickler sagen gar nichts. Die könnten ja jetzt noch Jahre weiterhin Snapshots rausbringen mit ein paar neuen Blöckchen oder Biomen, das wird relativ schnell generiert mit einem Editor. Also sie machen sehr herzlichst wenig. Und was alles so nötig ist wie Minimap, Backpacks, also Rucksäcke und vor allem ein Grabsteinsystem bauen sie gar nicht recht rein. Also für mich ist Minecraft einfach so eine Art kleiner Sandkasten im Vanilla und nur die Mods machen bei mir wirklich was aus. Ich spiele halt gerne mit Mods im Singleplayer. Und ich finde das halt auch doof, dass immer wieder mehr Multiplayer-Spiel reinkommt und wir keine Mods mehr installieren dürfen. Aber gut, so ist es. Kann man nichts machen. So, jetzt haben wir 21, ja, 22 Minuten. Ich denke, das reicht. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart im Projekt und dass ihr, ja, die Geduld hattet, dass ich jetzt halt einfach das Projekt gestartet habe von Dracanto. Dass jetzt gerade kein Part kam. Tut mir leid. Nur eben die Motivation ist einfach jetzt komplett zerstört. Auch wenn es eben neue Biome gibt oder so, aber es ist für ein Let's Play halt zu wenig Content. Es ist einfach cool zu sehen, ja, wir haben jetzt mehr Biome im Nether, aber für ein Let's Play ohne Schnitte, nix, ist es einfach kein Content. Es bietet nicht viel zu sehen, es bietet einfach mehr Minecraft, oder? Dass man halt wieder farmt und alles mögliche und langweilt sich. Und das bin ich gelangweilt, das ist schade. Aber ich möchte gerne mit 1.16 dann wirklich auch extrem viel bauen, extrem auch Farmen bauen und so weiter. Dann geht es auch schneller, also dass wir dann einfach mit Farmen dann schnell vorwärts kommen. Vielleicht auch mit Zuschauern, die mir erklären können, wie so eine Farm geht oder so. Ja, wenn ihr einfach mehr macht, dann kann ich natürlich auch mehr machen. Also einfach mir ein bisschen Tipps geben, was ich tun soll oder worauf ich schauen soll und dann bin ich natürlich auch besser, oder? Aber gut, das wisst ihr. Leute wie, also Let's Player und Livestreamer brauchen halt immer Unterstützung. Es ist nicht so leicht wie ganz normal zu spielen, wenn man einfach mehr Anforderungen hat, ist auch gut zu tun. Deshalb ist man auf Leute angewiesen wie ihr, wo wirklich auch, ja, Wünsche habt und Vorschläge habt und ja, mehr Tipps geben könnt. Also wenn ihr das machen wollt, dann danke. Und ich bedanke mich natürlich immer gerne. Dann tschüss und bis zum 1.16 Projekt oder einem anderen Projekt. Tschüss.